So, da sind wir auch schon wieder live aus Erfurt. Das niederländische Königspaar hat die alte Synagoge besichtigt, sich Zeit gelassen, den Erfurter Schatz aus allen Richtungen zu betrachten. Und jetzt geht's die Erfurter Kneipenmeile runter, die Michaelisstraße. Und die große Frage ist, wohin geht's? In die Touristinformation, in die Backstube oder vielleicht sogar über die Krämerbrücke? Lassen wir uns überraschen. Gut, 120 schaulustige säumen die Straßen und wir schließen uns einfach mal an. Gemeinsam erklären Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein und Ministerpräsident Bodo Ramelow die Erfurter Eigenheiten. Nicht davor, Herr Lau. Nicht davor, bitte. Bitte an die Seite. Ja. Die älteste beidseitig gebaute und ganz herkommende Ja, und so ist es um diese Zeit mitten in der Woche so voll auf der Krämerbrücke wie sonst nur am Wochenende, wenn die Touristenmassen hier lang spazieren, um Buchladen, Kunsthandwerk und Schmuckgeschäfte zu besuchen. Heute stehen König Willem Alexander und Königin Maxima im Mittelpunkt. Thank you.